Wir haben es heute Freitag, 19. Juni und es ist jetzt 8 Uhr. Ich kriege gerade in Milo einen ein Jahr und 6 Monate alten Labrador, also Teenager. Am Montag habe ich ihn kennengelernt, unsere Besitzerin, und die ist auch voll nett. Also sie ist wirklich verdammt nett. Er ist auch total brav, also er ist wirklich, wirklich fein. So, jetzt ist es 9:18 Uhr. Machen wir gerade Frühstück. Ich wollte gerade sagen, Toastbrot. Schon jetzt. So, Toastbrot. Mit Nutella, denn ich habe mega Hunger. Machen wir danach noch kurz meine Haare. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won. Jetzt 10:57 Uhr und wie ihr da hinten seht, ist der Milo da. Schon seit, ja, Viertelstunde vielleicht oder so. Hi! Aber wir haben ihn noch vorher kurz die Wohnung ein bisschen erkundschaften lassen. Und das Kuscheltier, das Nilpferd, das liebt er so. Aber. Super sauber, der ist schnell. Jetzt sind wir halt gerade draußen, weil sie gesagt hat, weil sie mal gesagt hat, er hat das Salmonrunde noch nicht. Ja, fein! Und dann sind wir gerade ausgegangen. Aber wenn er daheim ist, wird er zuerst schon mal ein bisschen abgetrocknet. Und danach kann man spielen, weil er liebt spielen, er liebt Menschen. Ich kann nachher mal zeigen, was er alles so kann. Und muss nur mal ein bisschen riechen lassen, er kennt das noch nicht. Der kleine Daddybär. Der kleine Daddybär. Er schaut aus, weil er so braun ist wie ein Daddybär. Hallo, hallo. Komm mal her. Ich muss sagen, meine Fuß. Oh, das sind schon weiße Haare oder bist du schmutzig? Nein, das ist schmutzig. Das ist, glaube ich, Zahnpasta oder so. Oh. Hallo. Oh. So, wir sind wieder zu Hause. Und da haben wir noch ganz viele Spielsachen. Milos Lieblingskuscheltier. Ich stelle auch mal ab. Erstens habe ich gehabt vor kurzem das Nilpferd. Und das ist Milos Lieblingskuscheltier gerade zur Zeit. Dann habe ich gehabt 2 Tauschspielzeuge, nämlich die da. Meine Mama kann spielen. Ja, hallo, mein Freund. Dann habe ich den Ball gehabt, der ist ja gerade abgeschlappert und dreckig, weil wir ein bisschen draußen dreckig haben, aber er mag es gern. Und das wollte ich gerade sagen, mein Freund. Dann habe ich die Stange da gehabt, mit dem wir gerade spielen. Nein, auf meinem Bett geschnitten. Meiner. Ist gerade uninteressant. Meiner. Da hat er gerade seinen gelben Quietsche, den ist bald entdeckt. Meiner. Den da. Und den. Und den habe ich noch Kraft. Er ist gerade wirklich mit Spielen beschäftigt und Dings. Und dann habe ich noch den roten Knochen, Gummiknochen Kraft. Frisbee. Und die 2 Kuscheltiere habe ich geopfert. Schau mal, Frisbee. Ja, mit dem Ball in der Hand. Ich weiß, dass ich die Frisbee nicht nehmen kann. Überforderung pur. Okay, dann das da. Das ist ja eher mehr zum Apportieren. Da hilft eher mehr Down. Hoppla. Sitz. Pfote. Andere. Pfote. Nein. Pfote. Platz. Platz. Hopp. Nein. Und er kann nur einen Trick. Hab ich vergessen zu sagen. Er kann ja nur was. Komm her. Dreh dich. Au.
mir in den Finger beißen. Voll war es, was wir noch vorne. Der gefällt dir wohl. Ciao, und das ist sein Lieblingsspielzeug. Quietsch ja nicht. Er ist auf Leichtig dran. Meine oder Kannibale. Wie alles auf einmal nimmt. What if I open my soul? Here I stand by myself on my own. What if I lose all control and take a step out into the unknown? Oh, oh, oh. What do I know? Es ist schon 12.19 Uhr. Jetzt werde ich Mittagessen. Oder vielleicht ein paar Würfel. Und mein Papa kuschelt gerade mit dem Bull. Und meine Schwester ist da. Aufstände nehmen in die Gebiete zu, in denen die Polizei umgehend kontrolliert, was den Aufständischen die Freiheit. Wenn er jetzt bettelt, da, wenn er die Sorgen schaut. Ja, und dann, ja. Ich glaube nicht ganz. Nein, nein. Oh, Abis. Na. Ja,
Leute, ihr hockt da gerade am PC. Jetzt ist es schon 13:53 Uhr und sie holten jetzt doch später. Und er hat Hundebett versetzt. Da wird die Leonie nichts mehr zum Schlafen haben. Das schaut so witzig aus. Kann ich danach zusammenklauen, die ganzen. Ja. Hallo. Du siehst aus wie Milka-Schokolade. Noch viel heller. Milo, komm her. Langsam. Sitz. Sitz. Mach langsam. Ist voll nah. In die Kamera kommen. Schau mal, was ist denn das? Kamera. Gefällt dir das? Oh, hast du was entdeckt? Er lacht einfach drüber. Er lacht einfach voll übers Heft. Bang! Ja, den Trick haben wir ihm beigebracht. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. Reason. Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. You weren't nice, but now I am telling you I'm going to smile. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me, I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me, uh-oh. Lucky, 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 I won't let the door hit when I leave. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. Man down. Es ist 3:30. Ich bin gerade mit Milo. Geht eh ganz gut. Milo langsam. Wenn er ein bisschen zieht, kriegt er einen kleinen Ruck. Wenn er, sonst ist er eh eigentlich ganz brav, ist eigentlich ganz chillig mit ihm zu gehen. Weil er zieht nicht die ganze Zeit. So, jetzt ist es 14:40 Uhr, 10 Minuten später. Oh. Auf jeden Fall. Da waren wir gerade draußen. Jetzt liegt er da. Jetzt liegt er mal ruhig. Ich schaffe aber gerade voll her. Oh, jetzt ist er voll weg. Er ist so süß. Er wird jetzt in 30 Minuten abgeholt. Oh, war auch ganz nett, dass er heute länger gewesen ist. Und jetzt schlummern wir da endlich mal. So, wir haben es jetzt 17:25 Uhr. Milo ist schon lang abgeholt worden, also circa, was wird es gewesen sein, bei so circa um 15 Uhr, also um 3 Uhr, so circa und so. Weil ich muss mit dem
umziehen, weil ich gehört mit einer Freundin was trinken. Fertig. Ich wollte einen Kambolo anziehen, aber dann habe ich doch umentschieden für das Label, weil es einfach schöner ist. Jeanshose, dreckige Adidas-Schuhe, aber lol. Und die Frisur habe ich jetzt so gemacht. Einfach so trocken mit einer Blume. Und ganz leicht geschminkt. Also so Lippenstift gemischt und wenige Wimperntusche, mehr braucht es nicht. Und Parfüm. Und ja, wie gesagt, das ist mein Outfit für heute. Und die Jacke ziehe ich, die schwarze Lederjacke an. So, ich bin jetzt wieder daheim. Und es ist jetzt genau 23:59 Uhr. Deshalb wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht und hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Not a look and now it's my time. Ain't no looking back, I'm on the right track. Here she goes. Lucky, lucky, lucky me.